Moin Leute, was geht? Chilling Lu labert euch zu. Heute bauen wir uns einen Taser, nämlich aus einer iPod Touch Verpackung, so wie ihr es hier sehen könnt. Okay, das ist noch eine alte von mir. Ich habe mir schon einen Taser gebaut, aber da habe ich nichts gefilmt, deswegen baue ich jetzt noch meinen zweiten aus der iPod Touch Hülle. Das hier ist mein alter, eigentlich ziemlich simpel. Okay, hier ist der An- und Ausknopf, aber er hat noch einen Safety-Knopf hier unten. Okay, den muss man erstmal entriegeln. Und dann. Genau, eigentlich ziemlich chillig und ziemlich laut. Und ich zeige euch jetzt, wie man einen baut. Auf jeden Fall baut den nicht nach. Die Partlist ist eigentlich ziemlich simpel. Also was ihr braucht, sind zwei solche Nägel, von denen ihr den Kopf entfernt habt. Dann einen Schalter, einen Kurzhubtaster und die Kappe dafür. Irgendein Kabel, Schrumpfschlauch und das Hochspannungsmodul. Das kriegt man auf eBay für so 3 bis 5 Euro. Hier steht der Name, das schaut so aus. Wichtig ist aber, dass man sich das rechtzeitig bestellt, weil, wie man hier sehen kann, dauert der Versand grob 2 Monate, da die Aufnahme von Anfang Oktober ist. Und unten bei der Beschreibung ist zwar nicht angegeben, was der Input und Output ist, doch hier, wo der Kleber ist, das ist der Output, das kann man dann erkennen. Ich habe nun die hinteren Räume gefüllt, wie ihr hier sehen könnt, mit Heißkleber und die Kupferpads schon da festgeklebt. Und jetzt schauen wir mal, ob es auch klappt. Gut, logischerweise ist grün negativ, dann rot wird dann wohl positiv sein. Das wird unser Taser sein, eigentlich ziemlich chillig, verglichen zu dem Dreck, der sonst auf YouTube ist. Okay, hier wird der Schalter sein. Okay, was wir ausschneiden werden, wird nur dieses innere Kästchen hier sein, also das hier. So. Okay. Dann an gewünschter Stelle ein Loch bohren. Ich habe es jetzt hier seitlich gebohrt, da passt perfekt dieser Button Support rein. Okay. Jetzt wollen wir die Löcher für die Taser Pins dann selber bohren. Support für den Knopf hier draußen. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Test, bevor wir alles zusammenpacken. Und hier. Hoppla. Naja, schaut eigentlich schon ziemlich sick aus. Ja.
Das ist unser fertiger Taser. Ich mache hinten mal den Safety-Button an. Okay, das bedeutet jetzt. Holy Guacamole. Ja gut, eigentlich ist die Strahlung nicht gut für die Kamera.